angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wie ihr das seht, vielleicht seht ihr es, heute feiern wir das Fest des heiligen Martin. Und der heilige Martin zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er ständig Gott auf seinen Lippen gehabt hat. Es war so, das war so seins. Er hatte ständig, so sagt es dann auch sein Biograf, der über sein Leben, sein erster Biograf, der über sein Leben berichtet hat, dass der heilige Martin immer Gott auf den Lippen gehabt hat. Er hat immer gebetet, ununterbrochen gebetet. Und so wie es Papst Benedikt gesagt hat, so wie wir es gerade auch gehört haben, wenn euch Angst überfällt oder Mutlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung oder Wut oder Traurigkeit oder Versagensängste oder was auch immer, dann brauchen wir wirklich Gott auf unseren Lippen. Er hat es gesagt, ja, dann geht zum heiligen Josef, dann bittet den heiligen Josef, dann schaut auf den heiligen Josef, dass er euch helfen möge. Und aus dieser Kraft, aus dieser Gnade wollen wir heute leben. Und der heilige Martin darf uns sicherlich allen vom Himmel her nicht nur diese Werke der Barmherzigkeit schenken, wie wir sie heute im Evangelium hören werden, sondern der heilige Martin, der möchte uns vor allem auch etwas Inneres schenken, nämlich diese innere Gottverbundenheit, dieses Ruhen bei Gott, dieses Ich bin Tempel Gottes, ich bin ein Tempel Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Und von daher war der heilige Martin das auf jeden Fall, weil so ein römischer Soldat, der auf seinem Ross da daherkam und diesen Bettler sah, es hat ihn sicherlich so berührt. Und es war sicherlich auch, und das darf man auch nicht vergessen, das war sicherlich dann auch die Gnade, diese Offenheit, diese Bereitschaft, Gott immer mehr Platz und Raum, immer mehr so seinen Willen erfüllen zu können, erfüllen zu wollen. Und am Ende seines Lebens war das ja dann auch so, das heißt es dann auch im Brevier, im Stundengebet heißt es dann in der Lesehore, dass der heilige Martin so gebetet hat, da war er auf einer Visitation, weil sie auch gestritten haben, damals wie heute wird in der Kirche gestritten und es gehört wie, fast möchte man so sagen, es ist wie, gehört wie zum Wesen der Kirche dazu, zu streiten, echt. Also ohne da mal etwas schönreden zu wollen und dann war er auf einer Visitation, weil der Klerus halt untereinander verstritten war und so. Und dann hat er gespürt, jetzt sterbe ich. Und die Jünger, seine Brüder, seine Mitbrüder, die haben gesagt, aber bitte bleib doch noch bei uns, wir brauchen dich doch nur, du kannst jetzt doch nicht gehen und so. Und dann hat Martin gebetet und hat gesagt, Gott, wenn du willst, dann bleibe ich noch, aber wenn du willst, dass ich gehe, dann hol mich zu dir. Also er wollte immer so den Willen Gottes erfüllen. Nichts anderes als den Willen Gottes erfüllen. Und um das können wir heute am Fest des heiligen Martin auch bitten. Also dieses Gebet, dieses Herzensgebet und vor allem aber auch dieses Herzensgebet und vor allem aber auch dann immer den Willen Gottes erfüllen zu wollen. Bitten wir ihn um seine Fürsprache. Und alle, die heute Namenstag feiern, esst eine Martinsgansel. Haut euch die Wampe voll. Genau. So, Entschuldigung, das hätte ich jetzt. Esst euch und feiert den heiligen Martin. Okay, bitten wir den Herrn jetzt um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lass uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.